So, weiter geht's. Ich habe nicht nachgeschaut, was ich tun muss. Na gut, ich kann es mir ja auch denken. Frage ist nur, wie mache ich das am besten? Mal sehen, vielleicht kann ich ja anders damit umgehen. Haben sie mich gefunden? Ne, sind ja im Stein her. Kommt recht immer durch den Zaun. Das könnt ihr doch bestimmt, oder? Was ist eigentlich hier hinten? Wieso ist hier eine Leiter? Na klar, ich muss ja wieder hochkommen. Keine gute Idee. Ich glaube, ich muss aber schnell sein. Ja, das ist der Inbegriff von schnell sein. Schön, ja, ich bin noch. Das war aber so nicht gedacht. Dass wenn ich einfach mal eine Luke auf dem Boden aufmachen kann, nein. Ja, das ist genau das. Alter! Was machst du denn? Ich hänge im Fenster fest. Das war definitiv nicht meine Schuld. Was hat das denn jetzt gebracht? So kann ich nicht springen. Wandsprung? Glaube ich eigentlich nicht. Nee, keine Chance. Ja, das ist genau das, was ich machen wollte. Komm, dadurch, sehr schön. Ja, aber was jetzt? Was mache ich jetzt damit? Ah, das habe ich geschafft. Ja, So, um mich da festzuklammern. Funktioniert. Danke. So, Risse geknackt. Dann wird schwarz. Ab. The radio broadcast. It's the trap the new law created, pulling in survivors from all over the city. They take people, use them. They're more dangerous than the dead. Okay, also da ist mal eben gar nichts. Das war ein leichter bescheuert, glaube ich. Ja, ein Wassergraben. Ultima. Eigentlich wie so eine spiegelglatte Wasseroberfläche alleine. Mal dran merken, wenn ihr mit Zombies zu tun habt, immer eure Schnürsenkel festzumachen, sonst endet ihr wieder einsame, arme Schuhe. Oh ja. Ist der Trap, den die neue Law created, pulling in Survivors from all over the city. They take people, use them. Mehr Anspruch. Naja, er will sich ja nicht runterhangeln. Na gut, dann machen wir es mal mit mehr Anschwung. Nein! Ich hätte vielleicht noch ein Stückchen weitergehen sollen. Weil ich eigentlich auch nicht glaube, dass es so ein doofes Sprungrätsel ist, hier einfach mal so einen halben Kilometer rüberspringen. Ja. Doch, ist es. Dann zieh ich da mal hoch, wo ich unten lang muss. Ah, ist da oben ein Secret? Du musst auf jeden Fall ein Zombie! Nee, ich hab volle Lebensenergie. Rechts geht's weiter. Aber ich will das Secret haben. Selbst wenn mich das mal wieder ein Leben kostet. Ah, ein Fluss. Verstehe, sie haben einen richtigen Wassergraben rumgezogen. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Donk. Ja, sehr clever.
ein Secret. Ein gutes Secret? Ja, im Kalten Krieg hatten all diese Raketen, die heute nicht mehr gebraucht werden, ein klares Ziel. Ja gut, das ist halt Russland gewesen. Scheiß drauf. Gut, also ich habe ein Secret gefunden, aber keine extra Lebensenergie oder Ausdauer, was ich jetzt eigentlich erhofft hatte. Wobei ich auch nicht weiß, ob beides durchs Spiel vorgegeben wird und mich gar nicht bis aufs Unendliche versorgen kann. Okay, einmal rüberspringen. Ah, shit. Ja, sowas habe ich mir gedacht. Hopp. Und auch das hält nicht ewig. Springen! Survived. Plus 3. Erinnerungen. Lydia. Scheiße, ich dachte, da würde jetzt ein Zombie vor mir stehen. Was ist denn? Krähen. Gut, alle Bemühungen, ein Heilmittel zu finden, sind ins Leere gelaufen. Da muss ich auch mal richtig springen. Klappert doch. Ah, wieder der Heli. Oh, scheiße. Scheiße auf das bisschen, was auch immer das da ist. Ah, sie haben da Leute aufgehangen. Ja, das ist immer eine schöne Art zu sterben. Moment, was ist das? Einer verschwunden sein aus dem Tagesruf. Die Pause nach der Arbeit, der Regen nach dem Feuer im Ruhm, Krieg, Tod im Leben. Manchmal habe ich das Gefühl, am Rand eines Vulkans zu sitzen, der bald ausbrechen wird. Meine Nerven, meine Hände zittern, während ich schreibe. Alles ist in mir, wie es schon immer gewesen ist. Alles ist in mir, aber manchmal beschließt es auch herauszukommen. Meine Füße baumeln über eine Leere voller Schwefel und Asche und die Hitze der schmelzenden Steine wanderten meinen Rücken hinauf. Dann weiß ich, dass ich zu Hause nach meiner Familie muss. It's too quiet. Something's not right. Have they found any survivors? Looks like they found a young woman. A redhead, you know. Eins gefunden. Wir sollen irgendwie einen neuen Terrororden gegründet haben sollen, so entstand das neue Gesetz. Na, was ist jetzt? Okay, ersten Raum geschafft, um zu sterben. Und Sequenz! It's the damn radio that broadcasts regularly the false message that attracts the survivors. It should end once and for all with a lie brought to this dead city. It's like the rat said, we all make choices. These men chose to lie and to kill. They chose the worst in themselves. But it ends now. Na, klasse, scheint, als würden sie ein bisschen hinzum. Sieht aus, als wären sie überrannt worden. Oder werden gerade von Zombies überrannt. Wahrscheinlich die, die wir reingelockt haben. Ah, wieder eine Laufsequenz. Oh, er rennt automatisch. Ups. Ah, das sollte wahrscheinlich so sein. Waffe runter! Auf den Boden damit! Waffe runter! Wo ist der Junge? Ich weiß nicht, was du meinst. Der Junge, der bei dir war. Ich kenne ihn nicht. Ich sag doch runter mit der Waffe. Die ist nicht mal geladen. Sag uns, wo er sich versteckt. Runter mit der Waffe oder ich schieße. Das ist mein Ernst. Donk. Perfekt synchronisiert. Früher oder später wirst du es ausspucken. Hast du gehört? Diese Aufnahme wurde aufgezeichnet. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Bin ich schon am Ende des Spiels, oder was? A fragile looking door.
I can easily break through it. Na, Waffen? Natürlich nicht. Moment. Mal, schlagen wir einfach mal ein. Ah, ja gut, das war nicht der Ausgang, den ich erwartet habe, aber hey. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendeine Käse abziehen, vielleicht mich totstellen, irgendwo hinklettern. Vielleicht doch nochmal ein bisschen von deiner Familie. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Na. Eins am anderen. A fragile looking door. I can easily break through it. Warte mal, ich habe eine Idee. Vielleicht kann ich ja Folgendes machen. Nein, kann ich nicht. So, ich wollte mich eigentlich ducken unter dem Schuss, aber sobald ich da durchgehe, erschießt er mich. Klar, würde ich als Wache auch machen, aber... Das heißt, es muss einen zweiten Ausgang geben. Und du red nochmal von deiner Familie. Ich finde das so schön. This must be their base. Stella is here. I can feel it. My family. This is it, Randall Wayne. This is it. Hmm. A fragile looking door. I can easily break through it. Stay near the door, you bastard. Bam. My backpack. All my stuff's inside. Ja. Nur meine Waffe nicht. Nee, meine Schusswaffen haben sie mir abgenommen. Ja, ich hab was gelöst. Ich bin der Beste. Was? How old do you think they are? Probably not even 18. Think it's a woman, right? You're dirty. This is procedure. Shadow is always procedure. Okay, das ist nicht unsere Frau. They'll catch me in seconds if I break the grid now. Scheiß Mann, die haben sich also mit Lichtgeschwindigkeit verschleppt. Was ist das? Teil von einem zerfetzten Pulli. Ah, sieh dich aus, wir müssen dich dekontaminieren. Bin sauber, wirklich, versprochen. Das glaube ich gern, du bist ein hübsches Mädchen, aber wir müssen sicher gehen, dass du uns nicht beißt. Dusche ist uns zu unserer Sicherheit, also zieh dich aus. Finsterer Blick. Nein, bitte, ey! Das ist doch von nichts, machen wir es auf die harte Tour. Ja. Verdient, verdient. Hier, zieh dich an. Was? Hast du mich gefunden? Der Lärm macht... Wer Lärm macht, der regt nochmal Aufmerksamkeit. Beeil dich, wir müssen hier weg. Was ist uns geworden, Wayne? Wo ist Sam und Ben? Sie sind alle tot, Stella. Aber sie sagten, hier wäre es sicher. Das ist unsere... Dass sie uns in Quarantäne stecken. Das Seattle... Du hast es mit eigenen Augen gesehen. Seattle ist tot. Das Blut in deinem Speicher ist die einzige Echte, das wir noch haben. Das ist das einzige Echte, Stella. Hast du meine Frau Shannon und meine Tochter Lydia gesehen? Nein, Randall, aber sie halten überall Leute fest. Sie könnten hier irgendwo sein. Lass uns gehen. Wir müssen sie finden und von hier verschwinden. Hm, ist aber eine Frau im Schlepptau, oder was? Quick, Stella. We need to get out of here. We'd better turn off the power if we want to move on. Schnitt!